Lieber Herr Landrat, einfach, wir haben heute ein schönes Treffen heute, ein Friedensgebet, freuen wir uns drüber. Haben Sie eine kleine Botschaft für die Bürger aus Drögels? Ja, ich habe die Hoffnung, dass die Entscheidung des Ortsbürgermeisters, hier zurückzutreten, jetzt nicht ein Signal ist, dass die Bürger sich komplett hier zurückziehen, sondern dass wir weiterhin an diesem Prozess, die Asylbewerber unterzubringen, falls der Kreistag das morgen beschließt, arbeiten. Und da ist ganz wichtig, dass es hier dann auch ein neues Gemeindeoberhaupt gibt, das an diesem Prozess mitwirkt. Ich bedauere das sehr, dass Herr Thiel diese Entscheidung getroffen hat. Ich kann sie in gewisser Weise auch nachvollziehen, aber es ist eben eine sehr schwierige Situation, wenn eine Ortschaft jetzt keinen Ortsbürgermeister hat. Danke. Friedensgebete hier in Drögels in Burtschütz haben wir seit dem 18. Januar, jeden Sonntag. Aber heute ist es anders. So viele waren noch nie dabei. Und hier in Drögels ist etwas in der letzten Woche so fürchterlich falsch geworden, dass wir darunter leiden, dass wir ratlos sind. Voller Zorn und Ohnmacht zugleich. Ein ehrenamtlicher Bürgermeister ist von seinem Amt zurückgetreten. Er hat sich dafür eingesetzt, in der Frage der Unterbringung von Asylbewerbern die Menschlichkeit vorne anzustellen. Not zu lindern, Notleidenden zu helfen, das ist die allererste Menschenpflicht und Christenpflicht sowieso. Es ist so, dass der Landrat mir mitgeteilt hat, dass in einem Kooperationsgespräch vereinbart worden ist, dass dieser Marsch, der hier ja ständig stattfindet, nicht an dem Haus des Bürgermeisters vorbeilaufen sollte. Das heißt, die NPD ist freiwillig zurückgewichen und nicht der Burgenlandkreis hat mich beschützt. Nachricht, die ich in der Nacht von Donnerstag zu Freitag erhalten habe, für Freitag diese Beratung einberufen, bin extra von einer Dienstreise ins Landratsamt zurückgekommen und hätte diese Entscheidung gemeinsam mit der Versammlungsbehörde gerne getroffen und dann auch verteidigt, aber dazu kam es ja nicht. Ich habe zuallererst meine Familie in diesem Fall zu beschützen. Die Entscheidung hat von nachts 3.50 Uhr, der Nacht davor, bis mittags gedauert. Wir haben ja dann freudig telefoniert, wie immer. Aber das Problem ist, dass ich gesagt habe, ich brauche spätestens bis 14 Uhr eine Entscheidung. Ich muss sonst eine einstweilige Verfügung erwirken. Wenn mich der Rechtsstaat nicht schützt, in Form des Landratsamtes, werde ich eine einstweilige Verfügung einholen müssen. Deswegen habe ich einen gewissen Zeitdruck. Und es hat sich rausgezogen, das wissen Sie ja auch, das waren dann 14 Uhr geworden, schließlich 16 Uhr. Ich hatte selber private Termine, war einen hohen Zeitdruck. Und ich muss nochmal betonen, bei unserem Wartengespräch am Telefon dann hieß es erst, das ist nicht möglich, Sie als Ortsbürgermeister davor zu schützen. Aber ich habe jetzt vernommen, dass Sie zurückgetreten sind. Das ist eine andere Situation. Aufgrund dieser Situation konnten wir mit Herrn Thiel, dem NPD-Mann, aushandeln, dass das nicht vor Ihrer Haustür stattfinden wird. Darauf bestehe ich weiter. Markus Niert hat sich für diese Werte stark gemacht, die vor 2.500 Jahren Jesaja, der Prophet, eingefordert hat. Er hat sie nicht in dieser Schärfe formuliert. Wenn man das Kapitel vorne anfängt, merkt man, wie klar und scharf Jesaja spricht. Aber die Grundwerte, die Jesaja ausspricht, gelten heute immer noch. Mit dem Hungrigen das Brot zu teilen, Elenden ohne Obdach ein Dach über den Kopf zu geben, Mittellosen Kleidung zur Verfügung zu stellen. Entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Das ist für mich das Kernwort in diesem Vers. Dass wir nicht links liegen lassen sollen, unbeachtet am Graben, an unseren EU-Außengrenzen, sind nach dem Verständnis des christlichen Glaubens alle Menschen. Egal welcher Herkunft, egal welche Hautfarbe, welcher sozialen Schicht oder was man sonst als Kriterium heranziehen möchte. Die Ängste, die viele Bürgerinnen und Bürger deswegen haben, wie sie mit der neuen Situation, die ja noch gar nicht eingetreten ist, umgehen sollen, werden von denen ausgenutzt, die generell gegen bestimmte Menschengruppen sind. Sie sagen es perfide verschlüsselt. Wir haben nichts gegen Flüchtlinge. Aber bitte keine Wirtschaftsflüchtlinge. Ausschluss von Menschen in Not. Billig und voller Verachtung als bloße Wirtschaftsflüchtlinge abgetan. Wir haben nichts gegen Flüchtlinge. Aber bitte keine schwarzen, starken Männer. Die sollen ihr Land verteidigen. Man schickt sie lieber zurück in den Tod. Ja, wir möchten, dass der Landrat endlich mal erzählt, wie viele Asylanten kommen. Woher, aus welchem Land, welche Sprache sie sprechen, kommen ledige Asylanten oder kommen Familien mit Kindern? Wir wissen praktisch gar nichts.
Wenn welche zum Beispiel aus sogenannten sicheren Drittländern kommen und hier nur soziale Vorteile haben wollen, die wollen wir nicht haben. Ist es verwerflich, Wirtschaftsflüchtling zu sein für Sie? Verwerflich, was heißt verwerflich? Aber die können ja auch, die Regierung auch in diesen Ländern, in sogenannten sicheren Drittländern, wo kein Krieg ist, die können dort bleiben. Was in Drücklitz letzte Woche schief ging und dringend korrigiert werden muss, aus der freien Meinungsäußerung, die ein sehr hohes und wichtiges Gut ist, ist ein persönlicher Angriff geworden auf einen Menschen, der eine Meinung hat, seine, und der dafür klar und fair anderen gegenüber eintritt. Nein, es hat niemand familieniert bedroht. Nicht mit Worten, nicht mit Schmierereien an der Wand. Aber allein das ursprüngliche Ziel des sogenannten Abendspaziergangs vor die Burtschützer Straße 8 zu legen, ist eine unverfrorene Bedrohung. Auch wenn sie polizeilich und rechtlich nicht relevant erscheinen mag. Ich wage das so zu formulieren, denn dass es gegen Nils persönlich gerichtet war, das zeigt die Änderung der Marschroute, nachdem Markus Nils sein Amt als Ortsbürgermeister niedergelegt hat. Ausschließlich persönlich auf seine Person zielte diese Streckenplanung. Und damit ist erstmal eingetreten, was eine neue Qualität in der Diskussion um die Unterbringung von Asylbewerbern bedeutet. Es ist Bedrohung der hinterhältigsten Art. Und hier ist eine gewaltige Korrektur nötig. Ich stehe hier, weil das passieren sollte, was Sie alles mitbekommen hatten. Und weil wir, mein Mann und ich, uns abgesprochen hatten. Es gibt neben den Fremden, die wir willkommen zu heißen haben, auch als Christen besonders, gibt es ein Gut, das noch höher ist. Und das sind unsere Kinder. Und wir wussten, wie weit wir gehen werden. Aber jetzt die Vorstellung, dass unsere Kinder Rechtsradikale sehen sollten, Menschen, die Angst haben, die wütend sind und viele Polizisten vor unserem Haus, vor ihrem ganz innersten Raum, das war für uns unvorstellbar und nicht zumutbar für sie. Und die, die uns kennen, wissen, dass mein Mann Ortsbürgermeister wurde in einer Zeit, als wir unser letztes Kind bekamen gerade. Und wir haben lange überlegt, machen wir das oder machen wir das nicht? Ja, wir machen das, weil wir hier mit 7 Kindern leben, weil wir sie hier großziehen, weil sie von hier aus in die Welt gehen und vielleicht wieder zurückkommen, weil wir diesen Ort lieben, weil ich als eine, die auch ganz anders ist, hier so wundervoll herzlich von Ihnen empfangen und aufgenommen wurde, weil ich hier zu Hause gefunden habe. Und das danke ich Ihnen wirklich so sehr. Ich bin überzeugt davon, dass Tröblitz nicht ein kleinherziges Nest ist oder gar braun. Ihr seid toll, ihr Tröglitzer. Wir heißen nicht umsonst Tröglitzer. Wir haben Glitzer in unseren Herzen. Das sagen wir zu Hause immer. Ihr seid so herzlich. Vielleicht haben wir Angst. Vielleicht haben einige von uns Angst. Vielleicht aufgrund ihrer Geschichte. Ich als Westfrau, ich habe euch hier, wo ich jetzt lebe, im Osten, so viel zu verdanken. Unser Land ist eins geworden, weil viele von euch aufgestanden sind, 89. Und ihr habt den größten Preis bezahlt für diese Einheit. Ihr habt ganz viele Brüche in euren Lebensgeschichten. Ihr musstet neu anfangen, ihr seid verunsichert, ihr habt bezahlt. Und ich bin jetzt hier mit euch und bin euch dankbar, dass ihr uns in den vergangenen Wochen so sehr unterstützt habt. Ich möchte Ihnen und euch sagen, wir haben uns das nicht leicht gemacht, wir haben nicht versucht zu erpressen. Das ist nicht unser Wille, wir haben unsere Kinder geschützt. Wir haben gesagt, wir sind als allererstes Mama und Papa. Und wir haben, das können Sie mir vielleicht, glauben Sie mir uns das, wir haben in den vergangenen Tagen viele Tränen geweint, weil wir an Menschen gedacht haben, die hier mit uns gesessen haben und gebetet haben und die gesagt haben, aber ihr bleibt doch am Ball. Wir haben es uns nicht einfach gemacht und sind darüber weggegangen. Aber es gab diese Situation, dass wir uns entscheiden mussten. Ich möchte Ihnen einfach Dank sagen, das war mein Anliegen. Und ich möchte, dass Sie wissen, dass die Gebete, davon bin ich überzeugt, die wir hier gesprochen haben, er erhört hat. Und dass etwas in Gang kommt.